Good evening. Das wäre jetzt der Moment, um das Licht. Ja, danke schön. Ich muss mal kurz nachfragen. In this field, time is very important, so maybe we can start with that. Check, check. Can you tell me what time it is? Il est quelle heure? Ok, que hora son? Ok, gracias. And which year is it? Which year again? Comment? Oh, yeah. But what are you referring to? What are you referring to? Which año? ¿Qué año? Okay, but question again, but every time has a reference somewhere. Is it the sun? Is it the earth? Is it the wind? What are you referring to? Okay, so according to my time, this watch doesn't work for many years. According to my time, it's the year 6255. So we have a calendar everywhere. I think these lands have a Gregorian calendar. And there was a calendar before it. Actually, over 2,000, more than 2,000 years before our time, there was already a calendar. And I go further, again 2,000 years before that. So 4,236 years before the Gregorian calendar, there was a calendar of ancient Egyptians. But these lands seem to forget it, to cut it. Okay, we have the time. Check, check again. Can you remember or remind me who did invent gravity? Can you tell me? Because maybe you can come closer to the question of the time. Who did invent it? Huh? Nobody? Oh, so good, I'm happy. It seems like I can get familiar with these spaces here because according to the school I visited, someone told me a certain person called Newton had invented it. So it seems you can invent gravity, wow. But you can also invent time. Like in the 17th century, the mechanic time, everybody got rushed like the clock of the factories. Today everyone is stressed. Wow, watch your time, Arlette. Okay. So now we come closer. We come closer to the invention of what we call science. And why we sit here. Creation of universities, someone who propagates knowledge throughout the world. Call it first, second, third war, when we all know that the first world is the one that created humankind, which was called Kama, Kemet back then, and then was recalled by Greeks, who took the knowledge over Africa, later on Romans, Germanians, or, you know, like the Greeks called everyone who was not Greek, barbarians. Anyways, here we sit and we tell again the story. Story of a creation of certain museums who hold back with their knowledge. But in fact, sometimes I don't even know what they have in there. So this story goes back to a certain Newton who reinvented a time that people call the modernity, a reinvented time. Actually very late time, according to the ancient black Egyptian time. And
It started with an anecdote of an apple. Do you remember this anecdote? Yeah, can you tell me? I had asked for a second mic actually for this performance. Maybe I can just lend you mine for a second. Thank you. The apple falls from the tree. Why does the apple fall from the tree? Maybe Isaac Newton is also sleeping and the apple falls on his head and wakes him from his nap. This is it. This is what students still are taught today. It falls straight from the tree. Interesting, it can be a symbol of a certain tree. We know from a certain garden, we know that it was in a certain land of Kush in the Bible. And we know that this region of Kush is the one that is now Sudan, that had years, thousands of years before any idea of a god in the Greeks' land, before Zenon, Socrates, and further on had the idea of a universal god. They had their gods. They had Isis, Osiris, so on and so on. But maybe there was a cut there. And here we sit again. We create, we tell. But maybe we can tell the story somewhere, right? That's what we try and doing. So very big thank you for sharing that. So who am I referring to actually? Who am I referring to when I talk about the gravity that was way before someone had said that he had discovered it, like discovered any lands that was there before him? I refer to a person that was very much oppressed by spaces of knowledge, knowledge sharing. I refer to Chekhanta Diop, and to the time that he was trying to turn things right, but he wasn't published in the area he did study in France, Paris. So there were people who were interested in telling the story right, and they published him. Présence africaine, for example. Let me just put it here. A little message of ancestors and descendants. We will come to Chekhanta Diop. Because in fact, I think these lands of Christianity, they always need a display, proof somewhere. Where did he say that? Give me the source, tell me that. Okay, I give you that. Présence africaine, Chekhanta Diop. It's still there. Page 37, soft pocket. Can carry it on in every train, plane. And I will just quote it from the original language he had written it, a language that he had to borrow. Sans aucun doute, ces idées universalistes viennent du monde méridional et en particulier d'Égypte. 1000 ans avant les penseurs grecs, Socrate, Platon, Zénon, etc., les Égyptiens, avec la réforme d'Aménophis le IV, avait réalisé clairement l'idée d'un Dieu universel responsable de la création et que tous les hommes, sans distinction, pouvaient adorer. Il n'était le Dieu d'aucune tribu, ni d'aucune cité, ni même d'aucune nation, mais bien celui du genre humain. Does anyone want to shift it with a boat from this language to another language that can be understood like mechanic, time language, English? No? Summarize somewhere? Well, actually, it's what I said in short. The short and the long version is here. So humankind is very, very old. And there is a way to get to know about it, to share it. If we think that we can listen and that we say that I know that I don't know, je sais que je ne sais pas, like Amadou Ampateba, very wise man of the Fulani people. He's still there. Like the earth has a gravity and the earth is resonating. You know, death doesn't end. Life doesn't end with death. It doesn't end with the end of material in this materialistic world.
there is a life. And anywhere, in any sphere, you cannot see it sometimes, but there is a life. And we would talk as long as we can, but sometimes we have no time to debate. There's no debate. So what do we talk about? We have to act somewhere. We have to tell the act of acts that are still there, down. So when Cheikh Anta Diop says, in fact, that the Bible that we know of today is very late, and that actually the Bible of the old ancient Egyptians, you know, the idea of immortality that came from Isis and Osiris, that it goes back 1,000 years before the Old Testament, then we can talk about who did invent this idea of a universal knowledge that was coming from a very late nation called itself Europe. Who can come? Who can think about it? Well, we keep on just saying, yeah, it is. We know better. We know democracy. We know better. Who did die there? In the time when they talk about the Old Testament, who did testify if Europe was not even born then? These are all questions. This is my sheet of questions. I know that I don't know, so I ask. But who am I to tell you this? Since according to your prophets, Kant, Hegel, Bismarck, Hitler, and you preachers of a so-called Augenhöhe, since all these did ignore that I had a history, since they claimed, in fact, that I had none, why is that so? Maybe because history begins in their terms with writing. So maybe we can meet at the Augenhöhe here, at the size of our eyes, as the Germans say today in political jargon. It propagates very well. Maybe we can meet there. So shall we do this? I ask in my sheet of asking questions. Shall we try to meet somewhere? Yeah? Thank you. So maybe you can, how do we start then? If, you know, the legacy of Christian European tradition is writing, and history starts with writing, and you can say tomorrow, you had seen nothing written there, so maybe this evening didn't happen. Maybe I did not speak to you. Maybe I'm not here because I'm 4,236 years before and after here. How do we start that? Maybe you can teach me writing, as I can only read, as you saw. So how do I write A, the alpha, you know, the letter with which the alphabet starts, A like alpha. How do you write that? Can you make a sign in the air? Maybe someone will see it. Oh, like this. Oh, and the capital, you know, the capital letter. The capital letter, A. How do you... Aha! It's interesting. So, like this? Like this? Or would you turn it? Okay. Because from what I know, you know, from the testament of the very ancient knowledge of my very ancient ancestors, the letter alpha that was taught to the Greeks came from the Phoenicians, and it was, it turned like a flipped face of a goat. You know, in fact, letters related to life, like beta, which meant house, related to life. So maybe we can start writing again together, write the story again. So if I remember well, you flipped it again, this alpha thing. You make it look like a whole new letter, a whole new tone, a new tone somewhere. So this is what you call modernity. Steal, cut, tick, tick, tick. Cut the links and pretend to have invented the wheel. Wow. This modernity thing seems to work for the worst. When When Husserl stood in Vienna in the year 1935, according to your time, right, 1935, when he stood there, he was in fact a man of his time, right?
how can you be a man of your time? Oh, I forgot, in Newton Europe you own everything. And at the same time you are dispossessed of time. You can't change it, you're a man of your time. You suddenly become passive. Anyways, so Husserl stood there in Vienna and lectured on the crisis des europäischen Menschentums und die Philosophie. Translation there from Vienna to the world, to Europe, to Germany, to here. Maybe I try. The crisis of the European humankind and the philosophy. Very, very, very harsh things there, but I have no time, as I told you. I come from back then and before, so I have to go on. I wanted to leave you here, actually, as this is not my time. In first world karma time, we are way back and way ahead, in a turn, in a movement, moving with nature as nature taught us. But don't worry, I won't go as far as Hegel pretending or saying you have no history. I won't go as far as Hegel assuming that you have no history, because you detach from nature. You cannot read nature. You only write and propagate without care of the effects. Oh, before I forget, can you tell me, there's a lot on talks about democracy, the decline of the so-called Europe values like 1935. You know, again, it comes back, the identity, who are we, can we possess again everything? I wonder, who did invent democracy? Do you know it? As the invention of the invention was done here, above the earth that never sleeps. Have you heard of the Declaration of Human Rights, the Kurugan Fugan Charter of the Mande people of 1236 in the Mali Empire, with the first paragraph saying that no life is higher than any other? Maybe a short extract on that. Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Yeah? Check, check again. Google nowadays is called check, check sometimes. You can also check the time again or write it again. Wikipedia. We write, we do, we have to. Because life is important. Every life is important. There is a life and a life is a life. A life is not more ancient or more respectable than another life. At the same time, that another life is not superior as another life. Wow, goes deep. So no human has more right than another existence, as life is existence. No debate about who's human or not. This democracy Europe is talking about is destructive, not inclusive. Your version of democracy is very bloody. It is about dividing, not about building relations. Still, I won't go as far as Hegel assuming that Europe has no history, since Europe's history is our history in the first world. You know, up to now, we practice how to share, while you teach to destroy. Divide et imperare. Stop. Sorry for this imperative, but stop. Actually, I'm not sorry, as I'm not here. I'm already far gone. It might just be a call. Stop. Stop imprisoned bodies and souls. Take them away from the spaces they don't belong to. Step off your self-invented throne and stop stealing our time. Stop making men and women of your time and stop immediately this conference. Thank you.
Qui, moi? Toujours vif. Claque pas des genoux, tu es verré de la cour. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. A évoluer dans une meute où l'ego. Où les réputations se font et se défont. Se défend sans modération. Où tu te crois, mais t'es qu'un con. Y a que toi qu'on n'a pas dit. Pour une bille, puis une fille. Pour des pécadilles. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. Chacun sa boîte pourrie sur sa mère de merde. Les coudes se soudent. Prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi. Tue comme un bon vieux que l'on sawa la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. La fierté tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Je partirai comme un samouraï. Baby Cat grandit entre le fer et la soie. La soie, c'est avec le fer qu'il a apprise. La presse relate ses actions. Le bonbon s'agite au-dessus de nos têtes. Un billet pour le manège. Se meurt au mec, une pépette, tu drives une 720. Espace restreint. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés. La rue est mal fréquentée. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu. On ne baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. La fierté, la loi, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Je partirai comme un samouraï. La main sur le katana. So this is Fatima Bitoura Soulsi of the Musée des Civilisations Noires, Museum of Black Civilizations in Dakar, that opened last year on the 6th of December 2018, and which directors Amadou Bokoum. So this year in July, I met with Fatima Bitoura Soulsi, the head of cultural mediation and scientific animation. She was curatorial assistant on the museum's first exhibition entitled Civilisation africaine, création continue de l'histoire, African Civilizations, Continuous Creation of History. This year in July, I first met with her and she explained to me how the exhibition is conceived and also the history of the exhibition. So on the second meeting we had, which excerpts we are listening to right now. It's just 5 to 10 minutes, so we are in time. So I had asked Fatima, see if it's okay that I play them here. And after having explained to her the frame, she told me, yes, it is okay. So I wish to thank Fatima Sid for having given me the time to understand a big part of Black African history and our encounters. So why is the Museum of Black Civilization important, according to Fatima Bitoura Soulsi, the head of cultural mediation? Just one short excerpt so that we can understand that. Actually, it's not long. It was 20 minutes, but we started later. So this is just a note on that. Okay. Is there still the mic here?
Because I think, especially for the subject of today, it is very important that we know about what is happening at the Musée des Civilisations Noires. When we talk about giving back what we stole, what Europe stole, maybe it's worth a listen. Let me check here again. So here it works, and here it's coming. Il est significatif pour les populations locales puisque c'est un moyen aussi d'entrer en contact avec la culture locale et d'entrer en contact avec... On peut vivre au Sénégal 50 ans sans être jamais allé en Côte d'Ivoire. On peut vivre au Sénégal 60 ans sans avoir, ne savoir même à quoi ressemble un Sud-Africain si on ne le rencontre pas au pas de sa porte. Donc le musée permet de créer du lien avec des populations, de créer du lien avec les populations qui sont aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais qui permet de faire un lien ténu entre eux et nous et leur dire vous êtes ici à la maison en fait. Le Sénégal, c'est votre terre d'accueil. It's about creating links, it's about relationships for the local population and for the ones who are out of the country. So let me leave you just with this last quote on what we are doing here is far gone, not a question that the debate we talk about is no debate. If you have stolen, the judge says you have to give it back, you give it back. If, this is a quote by Fatouma Sy, someone has stolen a shirt and the judge says you have to give it back, then you don't say, oh, but the person I've stolen the shirt of has to wear it like this and like that. So let me leave you with that quote. Et on fait quoi de nos contemporains? On fait quoi de la recherche scientifique? On fait quoi des succès, des réussites? On fait quoi de l'excellence du continent et de l'excellence des populations noires de ce monde? On fait quoi des Afro-Américains? On fait quoi des Caribéens? Et en fait, tout le projet, tous les sujets autour de la restitution, c'est un sujet où on sait jeter corps et âme et où on est tous d'accord de dire que c'est un débat important. Beaucoup de personnes considèrent que c'est le débat du siècle, nous on ne le pense pas. On pense qu'effectivement c'est l'un des sujets importants, mais qu'à trop y regarder, on laisse passer beaucoup de choses, et on occulte beaucoup de choses, et on oublie de regarder ce qui se passe dans le temps du monde, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc bien sûr que les objets doivent être restitués. Quand on vole à Paul sa chemise, on se retrouve au tribunal et qu'au tribunal le juge dit il faut rendre à Paul sa chemise, l'accusé ne dit pas à condition qu'il la porte, il la rend. C'est aussi simple que ça. Selon des modalités et un calendrier précis, mais il n'est pas là à demander oui mais c'est parce qu'il ne la porte pas, ou oui mais c'est parce qu'il ne sait pas la porter correctement, ou oui mais il ne nouait pas de cravate. Donc que nos musées soient équipés ou pas, que nous ayons des musées ou non, si tant est qu'il est prouvé que les objets ne vous appartiennent pas et que vous devez les restituer, restituer signifie rendre à son propriétaire légitime, contentez-vous de les rendre. Il n'y a pas d'autre débat. There is no debate. Give it back. Thank you. Give it back to you. Ja, vielen Dank, Alette. Ich bitte jetzt Thomas E. Schmidt nach vorne und wir machen gleich weiter. Wir sind jetzt in Verzug, weil um 8 wird hier, glaube ich, auch das Museum dicht gemacht. Das heißt, wir haben nur begrenzt Zeit im wahrsten Sinne. Bitte schön. Leider gibt es kein Licht. Excuse me? Well, ist schon offen, das Mikro? Well, I'm here continuing the Congress, and the next thing will be a little more down to earth. No music, just talk. I'm about to give my statement in German because they promised me that I have an interpreter over there, which is the fact. So please make use of your headsets.
Meine Damen und Herren, nach einer jahrzehntelangen Phase des Schweigens und des Verschweigens gibt es in Deutschland seit ein paar Jahren eine Debatte über die koloniale Vergangenheit. Die Debatte wird offen und offensiv geführt und sie kreist seit geraumer Zeit vor allem um das Humboldt-Forum hier in Berlin, diesem großen, ehrgeizigen und kurz vor der Eröffnung stehenden Museumsprojekt, das die ethnologischen Sammlungen Berlins neu präsentieren soll, also auch Kunst aus den ehemaligen Kolonien, vor allem den afrikanischen. Die Debatte ist noch einmal befeuert worden durch den Bestandsbericht, den die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy und der Ökonom Felvin Sarr für die französische Regierung angefertigt haben. Der Bericht trägt im Deutschen den programmatischen Titel Zurückgeben und plädiert für die vollständige Restitution sämtlicher in Frankreich und Deutschland von Museen gesammelter Artefakte aus der Epoche der Kolonisierung. Seither scheinen die Aktivitäten, welche um die Dekolonisierung kreisen und das Attribut postkolonial beanspruchen, ein Zentrum und eine Richtung zu haben. Dekolonisierung ist für die breite Öffentlichkeit weitgehend identisch mit Rückgabe. Und weil die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der europäischen Kolonialgeschichte nicht mehr in Frage steht, scheint es auch nur einen Weg zu geben, aus ihr praktische Folgen zu ziehen, die Rückgabe der Museumsbestände. Ich glaube allerdings, dass es so klar und eindeutig nicht ist und dass es auch in Zukunft so simpel nicht sein wird. Es ist meine Überzeugung, dass die moralische Zuspitzung der Thematik auf Museen und ihre Objekte nicht sehr weit führen wird. Ein paar Artefakte wiederherzugeben, scheint das Allerleichteste zu sein. Trotzdem ist es irgendwie schwierig. Schwierig ist es, weil nicht nur einer einem etwas wiedergibt, was zuvor entwendet oder ausgeliehen wurde wie ein Hemd, sondern weil es in Wirklichkeit nicht so sehr um Gegenstände, sondern um den Akt des Wiedergebens geht. Der ist nämlich eine bedeutungsvolle soziale Tat mit Folgen unter den Augen von argwöhnischen Öffentlichkeiten. Ich möchte meinen Vortrag daran erinnern, dass der Kontext der Problematik mehr umgreift als nur Museumsobjekte und zeigen, dass sich in der Problematik mehr und andere Interessen ins Spiel bringen als nur die moralischen. Indem das Humboldt-Forum im kommenden Jahr wohl nicht mit leeren Vitrinen eröffnen wird, scheint auch niemand daran ernsthaft zu glauben, dass eine vollständige Rückgabe afrikanischer Kunst bevorsteht. Auch in Frankreich, so der Eindruck, hat der vom Präsidenten mit großem Aplomb angestoßene Prozess an Dynamik verloren. Felvin Sarr hat das in einem Interview mit der Zeit Ende Juli beklagt. Warum also geht es nicht weiter? Um diese Frage zu beantworten, kann man eine ganze Reihe von Gründen aufführen. Viele sind erwähnt worden. Juristische, verwaltungstechnische, innen- und außenpolitische, auch psychologische. Ich möchte jedoch hier auf einen Faktor aufmerksam machen, der schmerzhafterweise im Dekolonisierungsdiskurs selbst gelegen ist, jedenfalls so, wie er sich im Augenblick der breiten Öffentlichkeit darstellt, nämlich in seiner starken Ausrichtung auf Gesellschaftsmoral und in seiner Konzentration auf Kunst und Kultur. Ich bin davon überzeugt, dass Savoy und Sarr alle guten und weniger guten Argumente genau kennen, die Restitutionen zu einer komplizierten und schwierigen Angelegenheit machen. Ihr Ausweg aus dem Gestrüpp der Bedenkenträgerei und der Verzögerungen war strategisch überaus findig und was die Mobilisierung der Öffentlichkeit anlangt, auch wirksam. Allerdings provoziert er in meinen Augen auch ein paar ungewollte Nebenfolgen. Savoy und Sarr haben nämlich ihr Ideal von dekolonisierender Praxis an einem Modell ausgerichtet, das bereits existiert. Ihr Vorbild ist die Rückgabepraxis
der während des Nationalsozialismus enteigneten Kunst an jüdische Vorbesitzer oder deren Nachkommen. Die Restitution von Raubkunst, wie der Fachbegriff inzwischen heißt, ist in Deutschland inzwischen fest institutionalisiert. Das heißt, sie ist unstrittig und gesellschaftlich anerkannt. Sie ist zu einem festen Bestandteil der deutschen Vergangenheitsaufarbeitung geworden. Sie ist rechtlich zureichend begründet und trotz Ausnahmen und trotz Rückschlägen, sie funktioniert sogar. Was staatlichen Kunstbesitz anlangt, gibt es keinen Zweifel daran, dass sämtliche geraubte Kunst zurückgegeben werden muss. Genauso soll in Zukunft auch mit kolonialer Kunst verfahren werden. So selbstverständlich soll ihre Rückgabe werden. Das Modell ist auch kein spezifisch deutsches, denn dank der Washingtoner Prinzipien hat es sich zum internationalen Standard entwickelt. Allerdings reichen die Entsprechungen nicht sehr weit. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Kolonialismus sind nicht deckungsgleich. Einige Abweichungen möchte ich benennen. Die Rückgabe von Raubkunst hat sich in der Bundesrepublik nach einer schwierigen Anfangsphase zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe entwickelt. Sie ist nicht nur eine Pflicht für staatliche Akteure. Die Auffassung ist, dass sich aus der Schwere des historischen Verbrechens für jeden einzelnen Deutschen eine Verantwortung herleitet, die ihm ein Mitwirken an dieser Restitutionspraxis nahelegt. Die Kriterien für Rückgabeansprüche sind klar definiert. Die aus der einmaligen historischen Konstellation sich ergebende moralische Verantwortung rechtfertigt auch den Eingriff in Eigentumsrechte. Das betrifft Museen, aber eben auch Privatpersonen, sobald sie Raubkunst verkaufen möchten. Demgegenüber betrifft die Regelung von Kolonisationsfolgen das Verhältnis von Staaten. Kolonialregime sind im Wesentlichen von Staaten betrieben worden. Eine Beteiligung der weißen Bevölkerungen gab es zwar, ist aber einer Mitwirkung an der Nazi-Herrschaft nicht vergleichbar. Staaten sind vor wechselseitigen juristischen Ansprüchen geschützt, weil sie im internationalen Rechtsverkehr als immun gelten. Forderungen gegeneinander können sie immer nur erheben, das heißt politisch oder moralisch artikulieren. Das gilt auch für diesen Fall, denn in den Augen der Außenpolitiker ist das deutsche Kolonialregime samt Folgen vertraglich abschließend geregelt worden. Anders als für den Nationalsozialismus stellt für diesen Komplex niemand die Forderung auf, an einer Stelle den Rechtsfrieden wieder aufzukündigen, Verträge neu zu verhandeln und Fristen nachträglich aufzuheben. Anders gesagt, was Kunst und ihre Besitzverhältnisse anlangt, handelt die beteiligten Nationen bei Rückgaben auf einem symbolischen, aber nicht auf juristischem Feld. Noch deutlicher, ein formeller Anspruch auf Rückübertragung von Eigentum kann gar nicht erhoben werden. Rechtlich verpflichtet sind die alten Kolonialmächte zu nichts. Sie können aber durch freundliche Gesten entgegenkommen, signalisieren. Dagegen stellt die Rückgabe von Raubkunst aus jüdischem Besitz das derzeit letzte Kapitel der langen Geschichte der Entschädigungen dar. Es geht dabei nicht um Symbolik, sondern um die zivilrechtlich und völkerrechtlich klar definierten Ansprüche auf materielle Kompensation. Was Kolonialkunst anlangt, fehlen solche verpflichtenden Formulierungen und, wie es aussieht, ist die Neigung der internationalen Gemeinschaft auch nicht besonders ausgeprägt, sich auf solche Definitionen zu einigen. Wenn also deutsche Kulturpolitiker behaupten, afrikanische Länder könnten inzwischen ihre Restitutionsansprüche rechtlich geltend machen, wenn sie nur entsprechende Anträge stellten, so stimmt das nur halb. Denn die Forderung ist dann eine rein zivilgesellschaftliche und betrifft das Verhältnis zwischen souveränen Nationen in keiner Weise.
Die alten Kolonialstaaten behalten sich also vor, großzügig zu sein. Die Großzügigkeit bleibt die Geste des damals und heute Mächtigen. Ein Verhältnis unter Gleichen stellt sich auf diese Weise nicht her. Vielleicht erklärt sich daraus, dass so wenige subsaharische Staaten bisher einen offiziellen Antrag auf Rückgabe ihrer Kunst gestellt haben. Es bleibt eine Demütigung, denn wie man es wendet, sie gelangen auch mit einer Klage vor einem deutschen Gericht aus der Rolle eines Bittstellers nicht heraus. Vielleicht kommen sie damit noch weiter hinein. Die Rückgabe von Kolonialkunst lässt sich aus der Restitutionspraxis von Raubkunst also nicht ableiten. Das eine folgt einer fest eingerahmten juristischen Absicht, das andere bleibt ein vorerst unbestimmtes, formell unbestimmtes, gouvernementales Projekt. Der Versuch zu behaupten, im Kern seien beide identisch, führt in meinen Augen jetzt schon in eine Sackgasse. Der Wunsch, genau an dieser Stelle, nämlich mit Kunst, eine nennenswerte dekolonisierende Praxis anzuregen, erzwingt die moralische Mobilisierung. Hier ist der Skandal, es ist der Skandal. Moral und Kunst allerdings engen die Frage ein, wie Europa mit dem subsaharischen Afrika künftig in ein neues Verhältnis gelangen könnte. Die Zuspitzung auf Kunst und Ethik entpolitisiert am Ende die Dekolonisierung. Man muss an dieser Stelle auch fragen, warum eigentlich Kunstwerke so ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt sind. Der Gedanke, Kunst, sei es als ästhetisches Objekt oder als Ritualgegenstand, repräsentiere in besonderer, vielleicht in exklusiver Weise die Identität von Gemeinschaften. Sie sei wesentlich für das Selbst, für deren Selbstbild und deren Zusammenhalt, ist ein ziemlich westlicher Gedanke. Man ist auch genötigt, eine Menge identitätspolitischer Voraussetzungen zu machen, um zur Überzeugung zu gelangen, dass es einen festen Kern in kollektiven Identitäten geben soll. Und dass dieser Kern vor allem aus mit Bedeutung angereicherten Objekten besteht, die gemeinsame Erinnerungen freigeben und dadurch erst Gemeinschaft stiften. Viele afrikanische Gesellschaften leiten ihre Identitäten aber ganz anders her. Dort steht die erfolgreiche Befreiung von den Kolonisatoren im Vordergrund. Ihre Selbstbilder sind im Kern politisch und heroisch. Und die Klage über eine unterbrochene Erinnerungskontinuität bildet keineswegs ihr Zentrum. Die Konzentration auf Kunstraub vereinheitlicht die nationalen Erzählungen und die politischen Wirklichkeiten der subsaharischen Gesellschaften. Ihnen wird damit von außen pauschal ein Opferstatus zugewiesen. Vielleicht möchten die das gar nicht. Savoy und Sarr würden einwenden, ihre Strategie sei ja nur ein erster Schritt. Auf ihn müssten weitere folgen. Ich befürchte aber, es werden daraus gerade keine weiteren Schritte folgen, sondern die Thematik ist damit künstlich herausgehoben und sie wird in Zukunft als ein besonderer kulturpolitischer Problembereich seiner eigenen Dynamik bzw. Nicht-Dynamik überlassen bleiben. Provenienz und Einzelfallforschung werden sich dann auf Jahre der Thematik bemächtigen, vielleicht auf Jahrzehnte, und sie in ihrem Sinn verwalten. Wir richten gerade einen eigenen und zählebigen Bereich der Rückgaben ein, welcher abgekoppelt bleibt von einer mehrdimensionalen Afrikapolitik. Damit wäre die Chance vertan, die Kolonisierung als ein umfassendes politisches Projekt anzugehen, unter Einbeziehung auch der außenpolitischen, der ökonomischen, wissenschaftlichen und möglicherweise auch der bisher tabuisierten völkerrechtlichen Dimension. Erst dies wäre in meinen Augen ein Vorhaben, das tatsächlich die Folgen der Kolonialherrschaft bearbeitet. Für die politische Routine Frankreichs oder Deutschlands hält die Restitution von Kunst keinen gravierenden
Konfliktfall dar. Für die Öffentlichkeit hingegen erhält sie mehr und mehr einen einmaligen Status. Und es gibt, daran wollte ich hier erinnern, keinen verlässlichen und vorausbestimmten Weg, dass sich die internationale Politik, nicht einmal die gemeinsame europäische, aufgrund von öffentlicher Empörung eines Tages auf ein konzertiertes Handeln einlässt, nur um Besitzverhältnisse von Kunstwerken zu verändern. Dafür gibt es keine Anzeichen. Eine neue umfassende Afrikapolitik liegt im Interesse fast aller europäischen Nationen. Und sie ist natürlich auch moralisch dringend geboten. Der Prozess ist in einigen Ländern schon im Gange. Viel davon ist reine Routine, nur in wenigen Bereichen gibt es tatsächliche Neuanfänge. Aber Engagement erschien mir an dieser Stelle sinnvoll. Und auch Kultur muss natürlich im weitesten Sinne Teil dieser neuen Politik sein. Formate, darauf möchte ich noch hinweisen, in denen Afrikaner und Europäer miteinander über die postkoloniale Lage sprechen, existieren erstaunlicherweise kaum. Sie müssen erst einmal geschaffen werden und in ihnen müssten auch die gemeinsamen Standards von Rückgaben entwickelt werden. Der Bericht von Benedikt Savoy und Felwin Sarr hat dazu beigetragen, die Debatte in die Öffentlichkeit zu tragen. Und vielleicht wird die Eröffnung des Humboldt-Forums die Diskussion ein Stück weit versachlichen, weil sie uns mit konkreten Objekten und ihren Vorgeschichten konfrontiert. Wir sollten damit aber nicht stehen bleiben und nicht glauben, dass Restitutionen den Mittelpunkt der postkolonialen Situation bildeten. Aus Identitätspolitik abgeleitete Normen beruhigen das westliche Gewissen. Aber sie manövrieren die Afrikaner in Passivität. Wir, nicht sie, organisieren dann die Dekolonisierung. Solche Normen ersetzen auch keine reale Politik. Demgegenüber bin ich davon überzeugt, dass die postkoloniale Situation heute nach wie vor eine politische ist, wie vor 1960 und nach 1960. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Zeit rennt davon, aber ich bitte jetzt Sarah Hegenbart für den letzten Kurzvortrag. Vielen Dank. Super, danke. Hallo, guten Abend. Ich werde mich beeilen, dass wir das wieder reinholen. Ich brauche nur noch ganz kurz mein Bild, weil damit fange ich direkt an. Deshalb muss ich noch einen Moment warten. Okay, super. Okay, dann fange ich einfach doch schon mal an. Also, aus der Perspektive des Löwenkämpfers, den Sie jetzt gleich sehen werden, blicken wir über den Lustgarten auf ein seltsames Konglomerat. Die Kuppel des preußischen Stadtschlosses hebt sich aus der Fassade des Palastes der Republik empor. Das Schlossportal bildet eine Lehmhütte, die scheinbar von allen möglichen Stereotypen des Westens auf Afrika und die Architektur dieses Kontinents inspiriert ist. Nächstes Bild, das ist das. Genau. Diese Collage entwarf Thomas Görge für Christoph Schlingensief im Rahmen des Architekturwettbewerbs zur Wiedererrichtung des Berliner Stadtschlosses. Mit diesem Vorschlag gewann Schlingensief nicht. Also es war auch eigentlich nicht der richtige Architekturwettbewerb, sondern ein von Monopol ausgerufener Wettbewerb. Allerdings, so werde ich heute argumentieren, enthält dieser Entwurf so einiges, was für die heutige Konzeption des Humboldt-Forums wünschenswert wäre. Nämlich einen ironischen Umgang mit Stereotypen, Verweise auf die eigene deutsche Kolonialgeschichte, eine Betonung der DDR-Vergangenheit als essentieller Teil der gesamtdeutschen Geschichtsschreibung und vor allem eine Ambiguität, die den Dialog, und zwar nicht einen, sondern mehrere, einfordert. Diese Ambiguität entsteht durch das Aneinanderreihen von Fragmenten aus verschiedenen Erinnerungskulturen. Zunächst einmal Albert Wolffs Löwenkämpfer, eine Bronzeskulptur aus dem Jahre 1861. Wie Volker Galperin nachgewiesen hat, lässt sich dieses Motiv auch in Plastiken finden, die zur selben Zeit von den Fon in der Stadt Abomey im westafrikanischen Königreich Dahomey, heute Benin, entstanden sind, also eine Region, die das Zentrum des Sklavenhandels darstellte. Vor dem Alten Museum gewinnt der Löwenkämpfer jedoch eine ganz neue Bedeutung.
weil er die Exotisierung Afrikas wieder darstellt, also eines ganzen Kontinents, dessen wilde Tiere von den weißen Herrschern besiegt werden. Dieses Stereotyp vom unzivilisierten Afrika wird von Schlingensief auf die Spitze getrieben, wenn er in seiner Collage eine Lehmhütte als Stereotyp afrikanischer Architektur und Kultur mit dem Barockschloss Schlüters vergleicht. Gleichzeitig erinnert Schlingensief an die Geschichte des Palastes der Republik, der 1976 von einem Kollektiv der Bauakademie der DDR auf dem Gelände des ehemaligen Stadtschlosses fertiggestellt wurde und bereits 30 Jahre später im Jahre 2006 abgerissen wurde. Da dieser Palast neben der Volkskammer der DDR auch noch eine Reihe an Kulturräumen beherbergte, war ein sehr beliebtes Gebäude, dessen Abriss im Bewusstsein vieler Menschen aus Ostdeutschland sicherlich einem Akt der wortwörtlichen Einebnung der DDR-Geschichte gleichkam. Das ist umso schmerzlicher, wenn man berücksichtigt, dass postkoloniale Diskurse in der DDR im Gegensatz zur BRD bereits viel früher geführt wurden. Indem Görge und Schlingensief diese Stränge unterschiedlicher Erinnerungskulturen miteinander verbinden, etablieren sie einen Raum für multidirektionale Erinnerungspolitik. Meine These ist, dass es genau diese Form der multidirektionalen Erinnerungspolitik ist, die dem Humboldt-Forum fehlt und somit einen Dialog oder auch gar Dialoge im Plural, Polyloge verhindert. In meinem Vortrag möchte ich nun zunächst Michael Rosbergs Konzept von Multidirectional Memory vorstellen und dies mit dem Selbstbild des Humboldt-Forums vergleichen. Daraufhin möchte ich einige Vorschläge machen, wie die Ausrichtung des Humboldt-Forums sich multidirektionaler gestalten könnte. Zunächst einmal zum Begriff. Der Begriff der multidirektionalen Erinnerung basiert auf Michael Rosbergs Buch Multidirectional Memory. Das erste Buch, das die Ergebnisse der Holocaust-Forschung und postkolonialen Studien zusammenführt. Rosberg untersucht, ob und inwiefern dominante Narrative andere Erinnerungskulturen in der Bildung der kollektiven Identität unterdrücken bzw. beeinflussen. Beispielsweise argumentiert er, dass die Knappheit an Ressourcen, zum Beispiel also staatlicher Fördergelder, dazu führten, dass Vertreterinnen bestimmter Erinnerungskulturen sich gegen andere durchsetzen müssen, um an Ressourcen zu kommen. Er nennt hier als Beispiel das Holocaust Museum in Washington DC, das halt viele schwarze Communities verärgert hat, weil sie sagen quasi, dass der Sklavenhandel ein viel längeres historisches Narrativ ist und es dazu noch gar kein Museum gab am Mall in Washington DC. Wie Sie ja wissen, hat sich das mittlerweile endlich geändert, und zwar 2016 wurde das National Museum of African American History dort eingeweiht. Rosberg warnt aber davor, diese Erinnerungskulturen als kompetitiv gegeneinander auszuspielen. Und er ist vielmehr daran interessiert, darzustellen, inwiefern sie miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Mit seiner multidirektionalen Erinnerungspolitik ist die Forderung der Multidirectional Option verbunden. Das ist eine Forderung, historische Verbindungen herauszuarbeiten. Wie wichtig solche Forderungen sind, wird deutlich, wenn man die Diskurse um das Humboldt-Forum verfolgt, in denen beispielsweise Horst Bredekamp, einer der Gründungsintendanten, 2017 behauptet hat in einem Deutschlandfunk-Interview, dass es doch nur 34 Jahre Kolonialherrschaft gegeben habe in Deutschland. Aber das blendet aus, dass die Ideologien des Kolonialismus mit dem der NS-Diktatur die NS-Diktatur erst ermöglichen Rassismus und Antisemitismus verknüpft sind und die Kolonialzeit sich somit in der NS-Zeit fortsetzte. Er erwähnt es auch nicht, dass zum Beispiel die ersten Konzentrationslager ja auch auf dem afrikanischen Kontinent ausprobiert wurden, und zwar in Südafrika von den Briten, und die Deutschen haben das dann ganz schnell für Namibia übernommen. Und dieses komplette Denken weißer Vorherrschaft, diese Rassenideologien, wurden dort ausprobiert und dann quasi auf den europäischen Kontinent auch übertragen. Außerdem ist es wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass diese rassistischen Ideologien die Abwertung in der Kolonialzeit ja mitgeprägt haben, gerade jetzt auch wieder auftreten. Man braucht nur denken an die Reden Trumps, der AfD, und diese werden sich fortsetzen, wenn wir nicht
aufarbeiten, wie bestimmte Erinnerungskulturen verknüpft sind miteinander, nämlich Kolonial, NS und rassistische Ideologien. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Deutschland doch nach wie vor immer noch von den neokolonialen Strukturen des Kapitalismus profitiert, der ohne eine Ausbeutung des globalen Südens überhaupt nicht funktionieren könnte. Eine Erinnerung und Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialherrschaft sollte somit tagespolitisch ziemlich weit oben auf der Agenda stehen. In der klassischen Antike beinhaltet die Bedeutung des Forums die Plattform für einen Dialog. Der Dialog stellt im sokratischen Sinne einen Prozess des Dialegistei dar, in dem verschiedene Akteure durch den Austausch konfligierender Perspektiven ihre eigenen Sichtweisen kritisch hinterfragen und dadurch möglicherweise neue Sichtweisen gewinnen. Ist es dem Humboldt-Forum bisher gelungen, eine solche Dialogizität zu etablieren? Ich glaube nicht. So, erstmal vielleicht zum Selbstbild ganz kurz des Humboldt-Forums und dann 5 ganz kurze Punkte, warum ich glaube, dass diese Dialogizität noch nicht hergestellt werden konnte. Das Humboldt-Forum stellt sich auf seiner Website als einzigartiger Ort des Erlebens, des Lernens und der Begegnung in der Mitte Berlin dar. Das Erlebnis-Event-Vokabular überwiegt hier in einer Eindeutigkeit, die keine Ambiguitäten, beispielsweise im Sinne des Schlingensiefs, zulässt. Die Besucherinnen sollen hier überraschende Zugänge zu den Sammlungen finden und werden aufgefordert, machen Sie mit, aber wobei. Die Einladung klingt etwas hohl und schlichtweg auch langweilig, da die Besucherinnen doch gar nicht so genau wissen, wobei sie nun mitmachen sollen. Überhaupt fragt man sich, an welche Adressatinnen diese Aufforderungen sich wenden. Sicherlich nicht an die Nachfahren derer, deren Objekte sich nun im Humboldt-Forum befinden, denn genau diese Nachfahren sind es doch, denen der Aufenthalt dort untersagt ist, wo ihre Kunstwerke und Kulturobjekte Bürgerrechte besitzen, wie es die ehemalige Ministerin für Kultur und Tourismus Malis, Aminata Traoré, so treffend bemerkt in diesem Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen kann. Auch die Beschreibung des Humboldt-Forums in einer Broschüre der Bundesrepublik, der Bundesregierung, ist nicht unproblematisch. Humboldt stehe laut der Broschüre für die Tradition der Aufklärung, für die Idee einer selbstbewussten, gleichberechtigten Annäherung der Völker und das Ideal eines friedlichen Dialogs, trotz aller Unterschiede. Friedlicher Dialog? Kein Wort von Machtstrukturen, die diese Narrative forcieren, die hier erzählt werden sollen. Kein Wort über die Dialogverweigerung mit Kritikerinnen wie den Bündnissen Afrika Avenir, No Humboldt 21 oder Berlin Postkolonial. Auch kein selbstkritisches Eingeständnis, dass der Name Humboldt, dessen Forschungen sicherlich auch von kolonialen Machtverhältnissen profitierten, gleich schon unterstreicht, welches Machtdispositiv hier gesetzt wird. Warum beispielsweise nicht Benin-Forum, wie es so oft gefordert wurde? Vor allem wird aber kein Wort über Preußen verloren, das sich hier durch das Schloss wieder prominent in die Identität Deutschlands einschreibt. Kein Wort über Bernhard von Bülow, der auch für Deutschland einen Platz in der Sonne forderte und in den der preußische König Kaiser Wilhelm II. Große Hoffnung setzte. Berlin möchte sich mit dem Humboldt-Forum als kosmopolitisches Zentrum präsentieren, mit einem Museum und Ausstellungskonzept, das wenig weltbürgerlich wirkt, weil hier kein wirklicher Dialog gesucht wird. Warum? Zeichen der Dialogverweigerung. Also als erstes sehe ich ein großes Problem in der Architektur und dem Städtebau. Ziel war es, mit dem Schloss eine Wunde im Stadtbild Berlin zu schließen, womit allerdings historisch an die Zeit vor den zwei Weltkriegen, an die Kaiserzeit und den Höhepunkt des Kolonialismus angeschlossen wird. Erinnerungsstränge werden hier nivelliert, um eine Wunde zu schließen, die noch so lange nässen sollte, bis die Ursachen für ihre Bildung öffentlicher Kritik unterzogen sind. Also nicht in einem Zeitalter, in dem rechtsextreme Parteien bei Landtagswahlen beinahe Mehrheiten gewinnen. Bereits durch die Architektur wird einem Dialog entgegengewirkt. Indem Schlingensief in seinem Rendering bereits verschiedene Erinnerungskulturen miteinander in Beziehung ansetzt, deutet er an, dass ein Schlossneubau nur multiperspektivisch gelingen kann. Auch wenn diese Collage kaum als ernst gemeinter Realisierungsentwurf gelten mag, hat er eins gemeinsam mit den Einreichungen anderer namhafter Architekten. Er hält sich nicht an die engen Vorgaben, nämlich 3 Fassadenseiten Schlüters sollten komplett übernommen werden. Hierbei stellt sich die Frage, wieso nicht bereits die Architektur gezielt eine multidirektionale Erinnerungspolitik fördert. Dies hätte in der Ausschreibung berücksichtigt werden können.
Während der lediglich mit dem Sonderpreis ausgezeichnete Kühn-Malwetzi-Entwurf weitaus dialogischer gewesen wäre und organische Entwicklungen ermöglicht hätte, gewinnt mit Franco Stella ein rationalistischer Bau mit formaler Starrheit, der den Dialog nicht ermöglicht. Zweites Problem: Wunderkammer statt Werkstatt. In seiner Schrift Die Wiedergewinnung einer Idee begründet der Kunsthistoriker Horst Bredekamp die Notwendigkeit, die ethnologische Sammlung im ehemaligen Stadtschloss zu zeigen, mit dem Hinweis auf die Kunstkammer im Palast. Die Kunstkammer entspricht dem Konzept der Wunderkammer, in der verschiedene Natur- und Kulturobjekte zusammengebracht werden sollten. Allerdings insinuiert dies eine Exotisierung der Objekte statt einem nuancierten Verständnis, das auf einer dialogischen Auseinandersetzung damit beruht. Außerdem stellt dies der Ursprungsidee des Ethnologischen Museums von Bastian diametral entgegen, der die Objekte in einer Form einer wissenschaftlichen Werkstatt anordnen wollte, um deutlich zu machen, dass diese zum Verständnis eines intensivierten Dialogs bedürfen. Bredekamps Konzept beruht auf also nicht nur auf einer Exotisierung, sondern auch auf einer Ästhetisierung der Objekte, die aber meist aus einem lebensweltlichen Kontext entstammen. Alternativen für diesen Ansatz, also diesen Kunstkammeransatz, finden sich in Vancouver. Also da war eine Ausstellung zu sehen letztes Jahr, Haida Now. Da haben wirklich Kuratorinnen zusammengearbeitet des Museums mit den indigenen Völkern der Haida und dort die Ausstellung dann zusammen ins Leben gebracht. Eine weitere Forderung fürs Humboldt-Forum, wenn man diesen Werkstattcharakter ernst nehmen würde, wäre ein offenes Depot. Auch wieder ein Vorbild aus Vancouver, diesmal aus dem Museum of Anthropology der University of British Columbia. Dort wird einfach alles gezeigt, was man im Keller hat. Und man kann auch auf der Website ganz toll recherchieren, was für Objekte es gibt. Das ist in Berlin überhaupt nicht der Fall. Und das erschwert es dann natürlich auch, Restitutionsforderungen zu stellen, was in Vancouver total einfach ist. Da kann man auf die Website gehen, das Dokument runterladen und anfordern, was man zurückhaben will. Genau, drittes. Kulturindustrieller Komplex statt Fachwissen. Die Verzahnung des Museums of Anthropology mit der an der University of British Columbia existierenden Expertise könnte auch ein Vorbild für den Umgang mit den Sammlungen am Humboldt-Forum darstellen. Dafür gibt es bereits Ansätze wie das neu gegründete Center for Anthropological Research on Museums and Heritage, die ausgebaut werden könnten. Auch würden mehr Stellen am Ethnologischen Museum benötigt, um sich intensiver mit den Ursprüngen und der Provenienz der Objekte beschäftigen zu können und in den Austausch mit den Nachfahren der indigenen Völker treten zu können. Stattdessen werden solche Ausstellungen hier gefördert, die durch die Humboldt-Forum GmbH ins Leben gerufen werden. Und dort werden massiv Stellen ausgeschrieben, während die Stellen an den Museen in Dahlem, also nicht mehr jetzt in Dahlem, aber am Ethnologischen Museum, wo sie wirklich Experten weiter benötigen, um auch in den Dialog zu treten mit den indigenen Kulturen, das zu intensivieren, wird nicht eingestellt. Also die Frage ist hier, wie durch diese Humboldt-Forum Kultur GmbH ein Narrativ von Identitätspolitik fortgeschrieben wird, was so pseudokosmopolitisch ist, aber den Dialog eigentlich gar nicht sucht. Viertes Problemfeld ist Intransparenz. Also sieht man sich das Organisationsdiagramm aus der Süddeutschen Zeitung in 2017 an, sieht man schon, dass hier ein selbstreferenzieller Austausch stattfindet. Auch wenn sich jetzt hier einiges geändert hat, also es gibt ja nicht mehr die Gründungsintendanten, sieht man, dass der sogenannte Expertenbeirat, der ja dann immer von, also genannt wird in den Medien, also als quasi Darstellung, dass man auch mit schwarzen Wissenschaftlerinnen sprechen würde, der hat eigentlich gar nicht so viel zu sagen, der berät nämlich nur, der hat überhaupt gar kein Abstimmungsrecht. Kritische Stimmen werden eigentlich auch gar nicht so in den Dialog dann mit einbezogen, also man muss nur an Kwame Opoku denken, der einen wunderbaren Newsletter hat, aber relativ selten interviewt wird in den Zeitungen. Das wäre auch mal eine Aufforderung an die Journalisten des Feuilletons, nicht immer nur mit Dorgalo, Bredekamp und wie sie alle heißen zu sprechen, sondern wirklich mal genauso eine große Seite den Kritikern dann zu widmen, beispielsweise Kwame Opoku. Am 15. September, also jetzt vor kurzem, verwies Niklas Mark erneut auf die Diskrepanz in der Förderungsstruktur zwischen Prestigebauten wie dem Humboldt-Forum und unterfinanzierten Institutionen wie Savvy Contemporary. Das alles hat laut Niklas Mark, was das Humboldt-Forum an postkolonialer, intellektueller, weltvergrößender Turbulenz trotz aller Millionenzuwendungen nicht hat.
Hier ist also mehr Transparenz vonnöten der Finanzströme, aber auch der Kommunikationsprozesse. Letztes Zeichen, Restitution als Zeichen für den Beginn eines Austauschs. In diesem Monat, Entschuldigung, im letzten Monat, jetzt ja schon Oktober, also September 2019, hat ICOM eine neue Definition des Museums vorgeschlagen, die betont, wie wichtig es ist, dass Museen partizipativ und transparent in aktiver Partnerschaft mit verschiedenen Communities zusammenarbeiten. Gerade das passiert im Humboldt-Forum nicht oder noch nicht. Was ist beispielsweise das für eine Symbolpolitik, wenn ein Boot, das von der Insel Louf, zu dem Zeitpunkt lag das noch im deutschen Kolonialgebiet, angekauft wurde und nun im Humboldt-Forum eingemauert wird? Wie soll man da noch ernsthaft glauben, dass da restituiert wird irgendwann? Dann müsste man das Humboldt-Forum ja erstmal abreißen, was vielleicht auch nicht die schlechteste Idee wäre. Um mögliche Restitutionen zu eruieren, müsste noch intensiver der Austausch mit Communities in den ehemaligen Kolonien sowie den Nachfahren in der Diaspora gesucht werden, als es derzeit mit der Benin Group passiert. Dies würde sowohl den Kuratorinnen in Deutschland helfen, als auch indigenen Communities, die lobend erwähnt haben, dass Objekte der eigenen Kulturen durch das Bemühen deutscher Ethnologen auch heute noch studiert werden können. Von immenser Bedeutung wäre auch eine Aufarbeitung der Verknüpfung der deutschen Kolonialgeschichte. Also jetzt wird endlich auch, also das habe ich gesehen, ist die Ankündigung für die Omaha-Ausstellung, die erste Ausstellung, mit der das Humboldt-Forum eröffnet wird. Da wird auch mit einer indigenen Nation in Nordamerika zusammengearbeitet, aber wieder ein Gebiet, was nicht deutsche Kolonialgeschichte war. Also auch so ein bisschen ablenken, finde ich. Allerdings so ein bisschen positives Zeichen, es wurde jetzt vor anderthalb Wochen auch restituiert, 23 Objekte nach Namibia. Da stellt sich allerdings immer die Frage, sind es Objekte, die wirklich von Bedeutung waren für deutsche Sammlungen, weil es gibt auch ziemlich viel in den Kellern der deutschen ethnologischen Museen, was gar keinen interessiert. Also hört sich erstmal gut an Restitution, aber man muss auch immer fragen, was ist da restituiert worden? Es waren jetzt nicht die Benin-Bronzen. Genau, fast fertig, nur Zusammenfassung. Also zurück zum Bild, das ist ganz schnell heute, sonst rede ich ein bisschen langsamer. Jetzt wieder zurück zu Christoph Schlingensief. Also momentan erscheint es, als ob die Hauptakteure des Humboldt-Forums einen Dialog verweigern, um eine deutsche Identität zu stabilisieren, die sich nahtlos aus der Aufklärung begründen soll. Wie François Julien bemerkte, gibt es diese Identität jedoch nicht, sondern nur fluide Formen der Identifikation. Das Humboldt-Forum würde von einem multidirektionalen Dialog profitieren, der sich mit verschiedenen Aspekten der deutschen Geschichte auch aus anderen Perspektiven kritisch auseinandersetzt. Der Kolonialgeschichte als Wegbereiter eines perfiden Rassismus, der im NS-Terror und seinem Rassenwahn kulminiert. Dies ist besonders relevant im Zeitalter des neu aufkommenden Rechtsradikalismus, Populismus, der halt angeschürt wird durch Parteien wie die AfD hier in Deutschland. Lernen könnte das Humboldt-Forum hier von Michael Rosbergs Konzept der multidirektionalen Erinnerungspolitik. Nur wenn verschiedene Erinnerungskulturen multidirektional nebeneinander gestellt werden, können sich neue Lesarten der Geschichten eröffnen und eine vertiefte Auseinandersetzung damit ermöglichen. Erst dann könnten verschiedene Narrative der Erinnerung wie in Schlingensiefs Collage miteinander in Bezug gesetzt werden. Sicher entsteht dabei Ambiguität und Friktion. Doch gerade diese ermöglichen doch dem Forum seine eigentliche Funktion zu geben und es entfalten zu lassen, nämlich ein Forum als Plattform für Dialoge. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Sarah Hegenbart. Ich würde jetzt, weil die Zeit sehr voranrennt, aber ich dennoch denke, es gibt einen Punkt, über den wir gemeinsam nochmal diskutieren könnten, den man auch ziemlich schnell adressieren kann. Ich denke da an ein bestimmtes Zitat, das ich mir rausgesucht habe, von dem ich denke, dass es alle Vortragenden auf eine Art berührt. Würde ich mich sehr freuen, wenn alle Vortragenden nochmal kurz vorne aufs Podium kämen. Ist Alette Louise d'Arcosé noch da? Ah, da kommt sie hin, sehr schön. Also es sind zwei Zitate, die ich mir rausgesucht hatte vorher und dann hatte ich auch das Gefühl, die passen jetzt auch in die Diskussion, hoffe ich jedenfalls. Das erste Zitat ist von dem Philosophen Achille Mbembe, das er in einem Interview im Juni dieses Jahres gesagt hat. Ich sage es erst kurz im englischen Original und dann die Übersetzung.
The risk is that by restituting our objects without giving an account of itself, Europe concludes that, with the restitution complete, our right to remind it of the truth is removed. If new ties are to be woven, Europe must honor the truth, as the truth is the teacher of responsibility. Ich sage es nochmal auf Deutsch. Es besteht das Risiko, dass Europa, wenn es die Restituierung unserer Objekte betreibt, ohne zugleich Rechenschaft über sich abzulegen, zu dem Schluss kommt, dass mit der Komplettierung der Restitution auch unser Recht erlischt, an die Wahrheit zu erinnern, also die Wahrheit der kolonialen Verbrechen. Wenn neue Verbindungen geschaffen werden sollen, muss Europa sich der Wahrheit stellen, denn die Wahrheit ist die Lehrerin der Verantwortung. Was sagen Sie dazu? Ja, danke für die Frage. Es gibt nichts hinzuzufügen. Es ist so, mein Statement ist, warum man, das ist Teil auch dieser Performance oder überhaupt Essenz der Performance gewesen, warum es überhaupt eine Frage sein soll. Ne? Das ist eher mein Standpunkt, weil es ist obvious, ne? Offensichtlich. Ich sehe das halt ähnlich, dass man da wenig hinzufügen muss. Vielleicht kann man dazu noch sagen, also es gibt ja nicht diese einen Wahrheiten, es sind ja immer Wahrheiten, die quasi durch bestimmte Subjekte dann auch mitgeprägt werden. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, also was ich auch versucht habe, in meinem Vortrag stark zu machen, dass man diesen Dialog sucht, also dass man nicht was zurückgibt und sagt, es ist abgeschlossen, jetzt reden wir da nie wieder drüber und Keller zu so, sondern dass man wirklich guckt, was haben wir da gemacht, das aufarbeitet. Und da war ich ziemlich schockiert. Ich bin ja 2017 erst nach Deutschland zurückgekommen und hatte dann erfahren, dass meine Studierenden hier den Begriff Postkolonialismus noch nicht mal kannten. Ja? Und dann denkt man halt auch, dann kann man denen das irgendwie auch nicht vorwerfen, ne? Wenn das in der Schule nicht unterrichtet wird. Und das ist halt diese Wahrheitsfrage, ja? Dass wir dann als Wissenschaftlerinnen gezwungen sind, dass man das vermittelt, diese Fakten, die halt irgendwie in den Lehrplänen noch gar nicht drinstehen. Und das muss, darauf muss man bestehen, also dass das Teil des westlichen Curriculums wird. Und das kann halt durch die Restitution angestoßen werden, aber sollte nicht abgeschlossen werden, sondern es sollte der Anfangspunkt sein. Ja, Achille Mbembe hat natürlich vollkommen recht, wenn er sagt, dieses ganze Gewese um Restitutionen in Europa, insbesondere in der Bundesrepublik, hat natürlich auch etwas unfassbar selbstgerechtet, weil der weiße Frau und der weiße Mann sich damit natürlich wunderbar ein gutes Gewissen erkaufen können, indem sie alles in einen Container packen und den Afrikanern gewissermaßen vor die Füße werfen. Ich spitze das jetzt einmal zu. Das Problem, das uns heute beschäftigt, sind die New Ties, also sozusagen die neuen Beziehungen, die Herr Schill knüpfen möchte. Und da sind wir in der Tat sehr spät, weil wir diese Kolonialgeschichte verdrängt haben oder in einen Schatten gestellt haben zugunsten unserer Nazi-Aufarbeitung. Wir sind weit davon entfernt, das in Curricula bereits zu verankern. Und die Zeit läuft uns jetzt weg. Afrika ist ungeduldig und wir haben sozusagen keine Dispositive, keine Institutionen, keine sprechfähigen Counterparts gewissermaßen, die sozusagen mit Afrika heute in ein neues Verhältnis treten können. All das steht noch aus und deswegen plädiere ich für solche Institutionen, die gemeinsame Flächen bieten, ob man die runde Tische nennt, ob man die Conferences nennt oder wie auch immer, ist mir egal. Aber dieses zivilgesellschaftliche Miteinander zwischen Europäern und Afrikanern, das muss erst noch institutionalisiert werden. Da ist noch viel Fantasie und viel Geld nötig. Darf ich kurz nur, bitte, ja. Ich glaube, man muss vieles korrigieren. Es gibt viele sprechfähige Counterparts, aber es gibt viele, die man mundtot macht und viele, wo man immer noch die Deutungshoheit über sie gibt. Das zum einen. Also ich habe eine von Ihnen eben hier dargestellt oder überhaupt eine Stimme geben wollen. Das ist Fatima Si, Head of Cultural Mediation, die sehr viele Sichtweisen gibt, wie zum Beispiel, also wir haben keine Zeit, über solche Sachen zu sprechen. Es gibt keine Debatte. Während wir darüber sprechen, gibt es Künstler in Senegal,
die auch weiter kreieren, und das möchten wir ihnen auch geben. Wir möchten ihnen diesen Raum geben. Also es gibt sehr viele dieser Sichtweisen, und es ist einfach sehr ermutigend, weil diese Diskussion, die es hier gibt, ist eine Form, wieder Kontrolle zu behalten. Das Zweite ist, wir sind weit davon entfernt, das in unserem Curricula zu verankern. Warum? Das kann man machen. Man kann einfach etwas machen. Ja, also das ist nochmal eine andere Sache. Institutionen können selber agieren. Es ist immer noch so in Deutschland, diejenigen, die die bestimmte Institutionen auch prägen, die Wissen rausschicken, wie die UdK, sowas von geprägt ist von einer Verschließung gegenüber so vielen Denkensweisen, ja, und immer noch von dieser Vorstellung, dass Denken hier kreiert wurde. Das ist so dazu. Darf ich eine kleine Korrektur anbringen, damit kein Missverständnis aufkommt? Die Klage über die mangelnde Sprechfähigkeit war nicht an die afrikanische Seite gerichtet, sondern war eher sozusagen an die Deutsche gerichtet, die jenseits von Universitäten, jenseits von Kunstprogrammen, jenseits von Goethe-Instituten, glaube ich, auch Leute aus der politischen Praxis heranziehen muss, die diese Gespräche führen muss. Das darf kein sozusagen ästhetischer Diskurs sein oder kein rein akademischer Austausch, der sozusagen von Einzelnen betrieben wird. Also ich wünsche mir eine Institutionalisierung und, wie ich sagte, auch eine Politisierung des Ganzen. Weil gerade das Stichwort UdK fiel, möchte ich zumindest erwähnen, dass es ein Projekt gibt von meiner Kollegin Christina Leko mit einer ganzen Reihe von Studierenden, die zum überwiegend, aber nicht nur aus Südamerika kommen, die sich mit den peruanischen vor allem Artefakten beschäftigen, die im Humboldt-Forum sind und da sehr dezidiert Stellung beziehen und das auch auf künstlerische Weise tun. Ich kenne Christina Leko sehr gut. Sie hat mir auch erklärt, wie das zustande kam, dass man nicht davon ausgegangen ist, dass es eben ein Department gibt, wo jetzt Studierende sind, die eben nicht die Weiße im Sinne von diejenigen, die aus diesem Teil Europas kommen, die nochmal Denken definieren und sagen, dass sie die Deutungshoheit haben. Das hat man so nicht erwartet. Ich habe auch teilgenommen an der Recherche, an den Arbeiten, saß auch mit den Studierenden da und habe kommentiert und hatte ein Gespräch mit derjenigen, die das Ethnologische Museum, also die iberico-amerikanische Kollektion betreut, Manuela Schmidt, glaube ich, ist das, wo sie nicht vieles verstanden hat, worum es mir ging, aber wir kamen in einen Dialog, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also es tut sich was, aber nicht wegen, sondern trotz. Ja? Es tut sich zumindest was. Das wollte ich nur erwähnt haben, damit das die Kollegin da auch Credit where credit's due. Jetzt komme ich aber genau darüber auf tatsächlich zu dem zweiten Zitat, das ich jetzt abschließend noch in den Raum stellen will. Und das ist tatsächlich auch ein Zitat aus dem Text von Sarah und Savoir, der ja schon mehrfach erwähnt wurde. Ich habe den jetzt hier auf Englisch, weil ich es halt in der englischen Ausgabe habe. Also sie wenden sich auch gegen einen Kulturbegriff des geokulturellen Ursprungs, wohl wissend, dass dies die europäischen Rechtsidentitären allzu sehr freuen würde, und schreiben weiter, Zitat: Hamadi Boukoum, the director of the Musée des Civilisations Noires in Dakar, das ist das, genau dieses Museum, von dem die Rede war, is even of the opinion that the cultural heritage and legacy of African museums is not merely limited to African objects. Other civilizations must also be represented in African museums. Furthermore, as Benoît de l'Estoile, the French anthropologist, has noted, the return of objects to Africa does not imply resigning them to a new form of an enslavement to a cultural identity, but rather bears the promise of a new economy of exchange. Da wären wir, glaube ich, bei dieser Idee einer multidirektionalen Erinnerung, dass es eben keine Einbahnstraße ist, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Kann man das so interpretieren, was Sarah und Savoir im Verweis auf Hamadi Boukoum und Benoît de l'Estoile hier sagen? Also sie machen ja auch immer diesen Begriff der Relational Ethics ganz stark, also dass man sagt, man muss viel mehr in Beziehungen denken und in Dialog, in Austauschen, und es wurde auch teilweise mit dieser Idee gespielt, dass man sowas hat wie so Shared Heritage, was dann quasi immer von einem Museum zum nächsten wandert, aber dann ist auch wieder die Frage, ist das gerecht, ja, weil ich sehe das auch eher so, wenn nur 10% des Kulturerbes auf dem afrikanischen Kontinent ist und die eigene Jugend dann damit nicht aufwachsen kann, muss man erstmal zurückgeben und kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so ein bisschen rumtauschen.
austauschen, sondern man muss es dann auch erstmal da lassen und dann kann man ja überlegen, ob man als Europäer da mal freundlich anfragt, ob die mal was zurückleihen. Aber generell finde ich diese Idee des halt Austausches, des Dialoges, des Relationalen total wichtig, was dort stark gemacht wird im Report einfach. Ja, ich darf ich noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, das ist doch selbstverständlich, dass europäische Objekte dann auch in afrikanischen Museen gezeigt werden. Aber dieses Konzept ist, irgendwie sehr alt, das ist irgendwie Nachkriegszeit, ob man das nun multidimensional nennt oder nicht. Es ist dann die Frage, wie man es mit Bedeutung auflädt. Je konsequenter man das durchdenkt, desto weniger relevant wird allerdings die Frage, wo die Eigentumsrechte verbleiben und warum das Eigentumsrecht ein solcher Fetisch ist. Also wem die Frage zu beantworten, wem das gehören soll. Ja? Man kann die Objekte floaten lassen, man kann intelligente Lösungen und finden. Ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Deswegen sehe ich hier keinen prinzipiellen Konflikt. Ich glaube, darauf kann man sich pragmatisch verständigen. Ich möchte gerne etwas sagen, was mir wichtig ist. Jetzt, ob es jetzt der Bericht ist von Sars Savoir, also Sichtweisen, die darin gegeben werden, sind nicht neu. Auch nicht nur diese ist nicht neu, auch was das Konzept von einem Museum betrifft, ist vielfältig. Ich hatte kurz angeschnitten, dass es verschiedene Reden gab, die unter anderem in Institutionen wie Universitäten oder eben Foren stattgefunden haben, die Wissen losgeschickt haben und damit eben auch Akte gesetzt haben. Und das ist zum Beispiel eine Vorlesung von Husserl, Edmund Husserl, 1935, das habe ich kurz nur angeschnitten. Ich glaube, der Wiener Bund lädt ihn ein, über die Krise Europas zu sprechen. Und der Vortrag ist dahingehend, ich denke mal, wegweisend, wenn man verstehen will, wo sie sagten, das ist die Rechten, ermutigen würde, wenn man über ein Konzept einer Kultur spricht, das über Regionen oder Geografie hinausgeht. Also Wegweisen, um das zu verstehen, warum das europäische Denken so stark unterdrückend war und immer weiter in Richtung dieser einen Rasse, der weißen Rasse ging. Also er macht da bestimmte Aufstellungen, was eben Europa ist. Und er sagt ganz klar, es ist nicht unbedingt geografisch zu verorten, sondern geistig. Da gibt es Europa hier und dann gibt es die USA und einige schließt er aus. Also das nur um anmerken, weil... Man nennt es Eurozentrismus. Aber ich meine jetzt, es ist eben nicht geografisch gesetzt, sondern geistig. Und das kann man dann auch in den Vorlesungen der Philosophie des Geistes von Hegel dann auch nochmal weiter nachschlagen. Also das war für mich so eine Anmerkung, um zu sagen, inwiefern das, was man Europa nennt, eben sehr stark zurückgeht auf eine Ideologie eines Geistes. Und wenn man sich heute öffnen will, dann soll man auch das öffnen, was eben im Geist losgeschickt wird, Ideen, und dann auch die zulassen von außen, sonst geht das nicht. Also ich schließe mal auf die Eingangsfrage an. Man kann nicht einfach etwas zurückgeben und denken, es ist damit getan, sondern es geht darum, wirklich mehr Sichtweisen reinzunehmen. Ich danke Ihnen alle für den konzentrierten Nachmittag und das Gespräch wird wahrscheinlich jetzt bei der Eröffnung im Palais hoffentlich fortgesetzt. Vielen Dank.